Vamapada Pavana Muktasana ist wörtlich die Luftbefreiung mit dem linken Bein. Daniel zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Und von der Rückenlage ausgehend, gib die Beine zusammen und beuge dann das linke Knie und fasse mit beiden Händen um das Knie und ziehe das Knie zum Brustbein hin. Atme dabei tief mit dem Bauch ein und aus und beim Einatmen drückt der Bauch zum Oberschenkel und beim Ausatmen atme immer vollständig aus. Pavana Muktasana, wörtlich Luftbefreiung, soll heißen, dass falls du Blähungen hast, dann kann dieses Asana dir helfen, die Blähung zu lösen. Aber die Stellung macht noch mehr. Sie dehnt die Lendenwirbelsäule und ist auch eine gute Übung, um Blockaden in den Hüftkreuzbeingelenken zu lösen. Gerade im Rücken-Yoga spielt Pavana Muktasana eine entscheidende Rolle. Und wenn du dabei mit beiden Händen um das linke Knie fasst, dann ist es eben Vamapada, also linkes Bein. Alle Informationen dazu findest du in einem Stichwort Pavana Muktasana auf www.yoga-vidya.de.